Hi Ladies! Lisa hat mich gebeten, für Sie ein Outfit zu gestalten, was sportlich und elegant ist. Und weil ich weiß, dass es wirklich nicht einfach ist, sowas hinzubekommen, habe ich mir die Mühe gemacht und hier ein wunderschönes Outfit zusammengestellt. Doch noch zuvor, bevor ich in die Details hier verfalle, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video finde ich auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Lisa, du hast es genau richtig gemacht, mich zu fragen, ob ich dir ein sportlich elegantes Outfit zusammenstelle. Denn ich weiß, es ist nicht einfach, genau die richtige Linie zu treffen. Und wie du siehst, habe ich es geschafft, für dich hier ein Outfit zusammenzustellen, was wirklich perfekt für dich passt. Und ich fange jetzt sofort bei dem wunderschönen Kleid von Orsay an, denn das Kleid ist komplett aus einem luftig lockeren Chiffon gefertigt und der Schnitt ist einfach nur wunderbar. Er ist leicht tailliert geschnitten, auch in der Mitte, obwohl ein bisschen leicht unter der Taille, ist quasi wie ein kleiner Gürtel nochmal gefertigt. Also nicht ein richtiger Gürtel, aber eine optische Trennung vom Rock und Oberteil. Ich denke, jetzt extra weiter unten, damit das Ganze ein bisschen mehr gestreckt wirkt und du dadurch nochmal ein bisschen schlanker aussiehst. Also ich denke mal, da kann man auch noch ein paar Kilo wegzaubern und doch etwas verstecken, wenn was es zu verstecken gibt. Und ja, wenn man gleich weiter oben schaut, der Ausschnitt, dieser U-Boot-Ausschnitt ist auch sehr herrlich gemacht, vor allem, weil er ja vorne gebunden wird, nicht hinten, wie man es vielleicht gewohnt ist, sondern hier vorne, dass dieses Bustier ein bisschen durchspitzen kann und diese Schleife einfach dann so ein bisschen verspielt drüber fällt. Und dann natürlich der Dreiviertelarm. Also allein das Kleid ist elegant und sportlich, aber so, wenn man es nur so anzieht, ist es zwar schön, aber das Komplettoutfit muss natürlich stimmen, damit man wirklich sagen kann, es ist elegant und sportlich und alltagstauglich. Und da habe ich mir was Schönes rausgesucht, damit es wirklich alltagstauglich ist. Denn zu diesem Kleid habe ich dir einen Plateau-Pump herausgesucht von Graceland, der A, sehr bequem ist, perfekt zu diesem Kleid passt. Denn wie du siehst, er ist in der gleichen Farbe und ist ja so eine Oberfläche, die so Velour-ähnlich ist sozusagen, so ein bisschen matt. Und dadurch ist es wirklich der gleiche Ton und ist wie für das Kleid gemacht. Und man könnte vielleicht denken, er sieht relativ hoch aus, ja, 9,5 cm, aber Plateau. Das heißt, vorne werden gleich mal, ich glaube, 1-2 cm weggezaubert und somit ist er automatisch sehr bequem und gibt dir eine richtig schlanke Figur, denn du wirst gleich mal 9,5 cm in die Höhe gestreckt, bist dadurch größer, bekommst ewig lange schöne Beine ran, denn gerade wenn du so ein knielanges Kleid hast und da noch schön die Beine wirklich zur Geltung kommen, als Mann leckt man sich dann quasi nach dir die Hände und die Frauen werden vielleicht nicht eifersüchtig sein, aber auf jeden Fall fragen, Mensch, wo hast du das her? Weil es ist einfach schon allein, wie gesagt, der Pump und das Kleid, herrlich. Aber jetzt sind wir vielleicht ein bisschen zu ja, sportlich, sage ich mal. Um wieder ein bisschen in diese elegante Schiene reinzukommen, habe ich dir dazu eine schöne blaue Handtasche zugesucht, die auch ganz genau im gleichen Farbschema wie im Kleid ist, um es relativ schlicht und einfach zu halten, nicht zu pompös, sondern soll ja alltagstauglich sein. Aber darauf geachtet, dass die Tasche so ein paar kleine ja, Elemente hat, die sich quasi widerspiegeln. Gerade die Schnalle, es sieht so leicht ähnlich aus wie oben der Verschluss vom Kleid sozusagen und natürlich die Farbe. Also diese Dreierkombination, I love it. Und um da jetzt nochmal eins draufsetzen, um wieder die sportliche Note rauszuholen und doch jetzt gerade im Frühjahr, wenn man doch vielleicht auch abends unterwegs ist, wenn es zu kalt wird, da dich nicht frieren zu lassen oder auch einfach nur schick auszusehen, habe ich dir hier ein sportliches Tuch herausgesucht, was auch in Chiffon gefertigt ist. Also quasi auch ein sehr leichtes Tuch, was du sehr verschiedenartig binden kannst. Und es hat ein orientalisches Muster. Es ist nicht bunt, also es hat schon bunte Elemente drin, aber auch wieder diese Blautöne und ein bisschen gemischt. Also diese sportliche Note wird dann nochmal unterstrichen. Und mit diesen Accessoires zu diesem Kleid verspreche ich dir, hast du ein Outfit, was sportlich elegant ist und genau deinen Charakter widerspiegelt, damit du wirklich auftreten kannst, wie du wirklich bist. Und wenn ihr
so ein Outfit wie Lisa haben wollt, genau auf euch zugeschnitten, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht, und dann werde ich vielleicht morgen schon ein Outfit online stellen, was genau auf euch zugeschnitten ist. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren auf meinen Kanal und verpasst in Zukunft keine Videos, keine Outfits und die dazugehörigen Deals nicht. Ist das ein Deal?